Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ja, ihr Lieben, in der heutigen und letzten Episode der mehrteiligen Podcast-Serie zum Thema Medikamente für mein Kind mit ADHS und ADS werden wir nun endlich die Frage beantworten, in welchen Fällen ein Kind mit ADHS oder ADS Medikamente bekommen soll und wann nicht. Doch auch wenn es eine ganz persönliche und individuelle Entscheidung ist, wie wir in Episode 3a und 3b gehört haben, gibt es doch gute allgemeingültige Richtschnüre, Rahmen und Anker, an denen man sich bei diesem wichtigen und für viele Eltern schwierig zu entscheidenden Thema festhalten kann. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS. Und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. So, ihr Lieben, heute ist es endlich soweit. Wir widmen uns endlich der Frage, in welchen Fällen Kinder mit ADHS oder ADS Medikamente bekommen sollen und wann nicht. Bevor es aber losgeht, noch kurz etwas Organisatorisches. Das begleitende Leitfaden-PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/medikamente4, alles in einem geschrieben, die 4 als Ziffer, Medikamente 4, herunterladen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und für diejenigen, die die bisherigen Podcasts nicht kennen, im April 2021 wird es ein kostenloses Webinar geben. Thema wird der Stress sein, zu dem es in Familien mit ADHS oder ADS kommt. Stress, der durch die Symptome und Verhaltensweisen unserer Kinder entsteht. Ich möchte euch in diesem Webinar Lösungen vermitteln, wie ein entspanntes Familienleben wieder möglich sein kann, vor allem jetzt in Zeiten von Covid. Einen Platz dafür könnt ihr euch reservieren, sobald ich den Link dafür per Newsletter aussende. Wer den noch nicht abonniert hat, kann das gerne unter www.adhshilfe.net/newsletter tun. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Alles, was dazu nötig ist, sind euer Vorname und eure E-Mail-Adresse. Und die zweite Sache, bevor wir in die Episode eintauchen. Die heutige Folge ist etwas länger als die anderen, aber ich bitte euch, haltet durch. Und wenn ihr nicht die Zeit habt, alles auf einmal anzuhören, versprecht mir, ihr hört die Episode fertig. Denn das, was wir heute besprechen, ist das Allerwichtigste zur Medikamentenfrage. Und da wünsche ich mir für euch, dass ihr die optimale Entscheidungsgrundlage dafür habt und alles gehört habt, was ich euch dazu mitgeben möchte. Gut, das vorausgeschickt, lasst mich bei der Antwort auf die Medikamentenfrage mit einer Herzensangelegenheit in eigener Sache beginnen. Etwas, das ich in Folge 1 schon mal erwähnt habe, das mir aber so wichtig ist, dass ich es an dieser Stelle nochmals tun möchte. Es geht um ein mahnendes Wort an die Grabenkämpfer in der Medikamentendiskussion, also an diejenigen, die hartnäckig an der einen oder der anderen Meinung festhalten. In der ADHS-Szene führt ja kein Thema zu so vielen und vor allem so verbissenen Auseinandersetzungen wie das Hin und Her um Medikamente. Auf der einen Seite stehen die, die von verantwortungslosen Eltern sprechen, die ihre Kinder mit Drogen ruhigstellen wollen. Auf der anderen Seite werfen die Medikamentenbefürworter den Medikamentengegnern vor, dass sie von einem falschen Ehrgeiz angetrieben sind, weil sie es ohne Medikamente schaffen wollen. Und weil sie ihren Kindern so eine ganz große Chance für eine seelisch gesunde Entwicklung vorenthalten. Das Traurige an dieser Diskussion ist, dass durch diese Verbissenheit ein regelrechter Grabenkampf, wie ich schon gesagt habe, entstanden ist. Und durch diesen Kampf gehen wertvolle Chancen für Kinder mit ADHS oder ADS verloren.
Gerade die Hardliner der jeweiligen Lager sind blind für die Möglichkeiten, die der jeweils andere Weg bieten würde. So erkennen eingeschworene Medikamentengegner oft erst zu spät oder gar nicht, dass viele Kinder nur durch das passende Medikament für Therapien zugänglich werden. Oft können sie mit der Unterstützung von Medikamenten erst ihr Verhalten ändern, mit dem sie so anecken, können sich besser konzentrieren, fühlen sich innerlich ausgeglichener und gewinnen wieder mehr Selbstwert etc. Auf der anderen Seite sind viele von denen, die meinen, Medikamente müssen immer sein, oft anderen unterstützenden Maßnahmen gegenüber wenig bis gar nicht offen. Dadurch gehen genauso wertvolle Chancen für die Behandlungsmöglichkeiten verloren und es verstreicht viel Zeit, die mit der Kombination mehrerer Therapien viel besser hätte genutzt werden können. Dabei ist die möglichst frühe optimale Behandlung von ADHS und ADS, wie wir in den vergangenen Wochen gehört haben, extrem wichtig, um die Entstehung von zusätzlichen Störungen zu vermeiden. Deshalb sehen wir uns jetzt gleich mal an, in welchen Fällen sich Eltern von Kindern mit ADHS oder ADS unbedingt zumindest für den Versuch einer Medikamentengabe entscheiden sollten. Wie in Podcast 1 schon gesagt, ich bin völlig neutral bei diesem Thema und jedes Kind ist anders. Jedes Kind lebt in individuellen Umständen. Deshalb sind die Empfehlungen, die nun folgen, natürlich auch nur grobe Richtlinien, die allerdings aus meiner Erfahrung der vergangenen Jahre auf viele Situationen gut anwendbar sind. Also, Kinder mit ADHS oder ADS sollten zusätzlich zu anderen Therapien auch Medikamente bekommen, wenn erstens die bisherigen Maßnahmen nach einigen Monaten keine befriedigende Besserung gebracht haben, zweitens, wenn es starke Beeinträchtigungen bei Leistungen gibt, meistens in der Schule oder im Alltag, drittens, wenn das Kind sozial sehr auffällig ist, viertens, wenn durch all das Leidensdruck bei den Kindern, aber auch beim Umfeld entsteht, fünftens, wenn Gefahr für die weitere Entwicklung des Kindes besteht und sechstens, wenn es zu krisenhaften Zuspitzungen kommt. So, ich höre euch schon wieder laut denken. Aber Anna, du hast doch im Podcast 3a gesagt, dass die S3-Leitlinie bei schweren Fällen von ADHS oder ADS auf alle Fälle Medikamente empfiehlt. Warum kann nicht das meine Richtschnur sein? Warum soll ich mir jetzt plötzlich überlegen, ob mein Kind leistungsmäßig oder im sozialen Bereich Probleme hat oder ob Gefahr für seine Entwicklung besteht? Nun, erstens werden in der S3-Leitlinie ja auch nur allgemeine Empfehlungen abgegeben. Wohlgemerkt, das sind Empfehlungen, über die ganz viele Wissenschaftler und Experten gemeinschaftlich abgestimmt haben. Ihr könnt also davon ausgehen, dass sie eine wirklich gute Richtschnur sind. Aber vielleicht habt ihr ja einen Grund, trotzdem noch unentschlossen zu sein. Vielleicht habt ihr zwei Kinder mit ADHS oder ADS und habt, warum auch immer, beim ersten schlechte Erfahrungen mit Medikamenten gemacht. Oder ihr habt zu große Angst vor den möglichen Nebenwirkungen. Oder ihr seid aus irgendeinem anderen Grund unentschlossen und überlegt, ob bzw. wie lange ihr warten sollt. Und zweitens, ihr sollt euch nicht nur auf die Empfehlungen von außen verlassen. Die Aussagen eures Arztes, die Leitlinie, alles, was ich euch erzähle, sind mögliche und in vielen Fällen gut passende Wege. Aber die Experten für eure Kinder, für eure ganz persönliche Situation als Familie seid ihr. Solltet ihr gerade beim Multitasking sein, kommt zu mir zurück und horcht nochmal zu. Die Experten für eure Kinder, für eure ganz persönliche Situation als Familie seid ihr. Daher bitte ich euch, ja, denkt nach darüber, ob euer Kind Leistungsschwierigkeiten oder soziale Probleme hat. Beobachtet euer Kind sorgfältig, ob es in seiner Entwicklung gefährdet sein könnte. Schaut euer Kind genau an. Ist es unglücklich? Hat es sich zum Beispiel über die Monate oder Jahre von einem fröhlichen Kleinkind zu einem unglücklichen Schulkind entwickelt? Hat es Freunde? Und am allerwichtigsten, wie ist die Beziehung zwischen euch und eurem Kind? Ist sie trotz aller Belastungen stabil und liebevoll? Oder habt ihr das Gefühl, euer Kind entgleitet euch immer mehr? All das und vieles andere sind Fragen, die nur ihr beantworten könnt. Die Empfehlungen aus der Fachwelt bieten einen Rahmen, der euch Orientierung geben soll. Der Rest muss von euch kommen.
Und nein, das heißt nicht, dass all die Empfehlungen aus der Wissenschaft nichts wert sind und die Eltern das entscheiden sollen, sondern nochmal, die Experten geben aus jahrelanger Erfahrung gut erprobte Wege vor, aber sie können nicht die Verantwortung für euer Kind übernehmen, denn die tragt nun mal ihr und nur ihr. Ja, ich weiß, das ist alles nicht leicht, aber ich denke, wenn ihr einen leichten Weg gehen wollen würdet, dann würdet ihr diesen Podcast hier nicht anhören oder ihr wärt gar nicht auf meiner Seite gelandet. Gut, dann lasst mich in dieser Schiene gleich weitermachen und euch Folgendes mitgeben. Wartet bitte auf gar keinen Fall zu lange mit den Medikamenten, nur weil ihr Angst habt, hier eine falsche Entscheidung zu treffen. Keine Medikamente zu geben, könnte ja auch eine falsche Entscheidung sein. Denn die Folgen einer unbehandelten ADHS können wirklich schlimm sein. Erstens können sich sogenannte Sekundärsymptome entwickeln, über die ich in einer meiner kommenden Episoden mal ausführlicher sprechen werde, aber kurz gesagt sind das Dinge wie ein niedriger Selbstwert, ein gestörtes Sozialverhalten, also dass man mit anderen nicht gut zurechtkommt, oppositionelles Verhalten, also dass man sich komplett jeglichen Regeln widersetzt, Lern- und Leistungsstörungen und auch eine wirklich niedrige Frustrationstoleranz. Soll heißen, diese Kinder kommen so gar nicht mit Fehlschlägen, mit Versagen, mit Kritik und anderen Dingen zurecht, die unangenehm sind. Also, erste böse Folge einer unbehandelten ADHS oder ADS, diese Sekundärsymptome können sich entwickeln. Zweitens kann das zu lange Zögern oder das Verwehren von Medikamenten, wenn das Kind sie gebraucht hätte, Folgen fürs ganze Leben haben. Hier mal ein kleiner Auszug aus der Literatur, was unbehandelten Betroffenen alles blühen kann. Rund 40% verlassen vorzeitig die Schule. Circa 70% haben wenige oder gar keine Freunde. Um die 80% üben keinen begabungsentsprechenden Beruf aus. Gut 50% führen asoziale Handlungen aus. 40% der Jugendlichen haben Frühschwangerschaften. 16% haben sexuell übertragbare Krankheiten. Außerdem wiederholen diese Kinder im Vergleich zur Normalbevölkerung öfters Klassen und werden auch häufiger von der Schule ausgeschlossen. Und als Erwachsene? Ja, 20-30% der Erwachsenen sind häufiger depressiv, haben Persönlichkeitsstörungen, übertreten viel öfter Geschwindigkeitsbegrenzungen als Nichtbetroffene, haben mehr Autounfälle, sind oft als ungelernte Arbeiter tätig, haben einen viel niedrigeren Lebensstandard und erleiden tagtäglich hunderte von kleinen Missgeschicken. Und ganz schlimm sind auch die Zahlen zum viel höheren Konsum von Alkohol und Drogen im Vergleich zu Nichtbetroffenen. Denn 50-60% der nicht behandelten Kinder und Jugendlichen mit ADHS und ADS konsumieren illegale Drogen. Aber die werden dann eben oft zur Linderung von Traurigkeit und Aggressionen benutzt, die entstehen, weil die Betroffenen immer wieder im Leben versagen oder abgelehnt werden. Oh Gott, werden sich jetzt viele denken, wenn das alles so ist, warum soll ich dann überhaupt noch drüber nachdenken, ob ich meinem Kind Tabletten geben soll oder nicht? Beziehungsweise was spricht dann überhaupt gegen Medikamente bei Kindern mit ADHS oder ADS? Nun, außer den Nebenwirkungen, die bei einigen wenigen Kindern doch leider recht massiv sein können, nicht wirklich viel. Aber, wie in den vergangenen beiden Podcast-Episoden schon betont, sollte Eltern unbedingt klar sein, dass Medikamente alleine keine Therapieform darstellen. Immer wieder lerne ich Eltern, persönlich oder auf sozialen Plattformen kennen, die ihre ganze Hoffnung auf die Wunderwirkung von Medikamenten setzen. Medikamente bringen Kindern aber nicht bei, wie man sich seinen Mitmenschen gegenüber verhalten soll. Medikamente transportieren auch nicht wie von Zauberhand den Lernstoff in ihre Köpfe und lassen sie auch nicht plötzlich stundenlang ruhig ohne Zappeln bei Tisch sitzen. All das und vieles mehr sind Dinge, die sie trotz Medikamente lernen müssen. Ich wiederhole das nochmal und hört mir bitte gut zu. All das und vieles mehr sind Dinge, die Kinder trotz Medikamente lernen müssen. Gerade wenn es um schulische Probleme geht, wird in der Literatur auch immer wieder betont, dass Tabletten alleine keine Lösung sind. Sogar eine Autorin, die in ihrem Buch mehrmals kritisiert, dass mit der Verschreibung von Medikamenten oft zu lange gewartet wird, warnt davor, dass eine Arznei kein Zaubermittel ist. Wer glaubt, es gebe Tabletten gegen Rechen- und Rechtschreibschwäche, der irrt gewaltig, schreibt Helga Simchen. Die Tabletten, schreibt sie weiter,
ermöglichen es den Kindern nur, erfolgreicher zu lernen, vorausgesetzt, sie üben regelmäßig und sorgfältig. Diese Aussage könnte stellvertretend für viele Lebensbereiche stehen, denn Medikamente können als Krücke betrachtet werden. Gehen lernen müssen die Kinder selbst. Gut, das war das erste große Aber. Und das zweite betrifft etwas, das wir in Episode 3a schon besprochen haben, nämlich, dass es ja unterschiedliche Ausprägungsgrade der ADHS gibt. Gerade wenn ein Kind eine leichte ADHS hat und es viele der schützenden Faktoren genießen darf, über die wir in Episode 3b gehört haben, braucht es möglicherweise gar keine medikamentöse Unterstützung. Und wenn die Symptome dann doch mal ein Ausmaß erreichen, das sowohl für das Kind als auch sein Umfeld anstrengend wird, kann und sollte vor der Medikamentengabe auch noch Folgendes betrachtet werden. Hat mein Kind mit ADHS oder ADS vielleicht gerade zu viel Druck? Dann sollte versucht werden, dass dieser Druck reduziert wird. Fehlt ihm in bestimmten Bereichen Struktur? Dann könnt ihr als Eltern dafür sorgen, dass sowohl im Alltag als auch im schulischen Bereich mehr Struktur geschaffen wird. Sind wir Eltern gerade beruflich oder privat sehr belastet und spiegelt uns unser Kind diesen Druck durch sein Verhalten wider? Dann solltet ihr überdenken, ob es nicht möglich wäre, hier irgendetwas zu verändern. Hat es etwas Einschneidendes in unserem Leben gegeben? Den Tod eines nahestehenden Menschen, einen Umzug, eine Scheidung, die Ankunft eines neuen Geschwisterchens. All das kann Kinder mit ADHS oder ADS überfordern. Und all das kann sich dann durchaus in abweichendem Verhalten widerspiegeln. Hier sollte aber dann eher das Problem selbst angesehen werden, anstatt zu versuchen, die vorübergehend stärker auftretenden Symptome mit Medikamenten abzuschwächen. Das heißt, es kann viele Ereignisse im Leben von einem Kind geben, die sein Verhalten nachteilig beeinflussen. Und wenn das Dinge sind, die sich ändern lassen oder bald vorübergehen, dann geht es womöglich auch ohne Medikamente. Dass das von Fall zu Fall unterschiedlich ist, ist für euch in der Zwischenzeit bestimmt schon gut nachvollziehbar geworden. Gut, dann komme ich jetzt zu meinem Fazit, zu dem, was ich euch mitgeben möchte. Ja, ich weiß, das sind ganz schön viele Informationen, die ihr jetzt zu verdauen habt. Aber wenn man sein Kind unterstützen will, dann muss man sich durch den Dschungel der fachlichen Aussagen und vor allem durch das Für und Wider verschiedener Ansichten kämpfen. Als Mutter oder Vater ist man nun mal Teil dieses Prozesses und sollte sich eine Meinung zu allem bilden können, was vorgeschlagen wird. Nur so kann man auch hinter der jeweils gewählten Behandlung stehen und sie mit Überzeugung begleiten. Lasst euch also weder von der wohlmeinenden Schwiegermutter, der genervten Nachbarin oder der überforderten Lehrkraft zu Medikamenten für euer Kind drängen. Lasst sie euch aber genauso wenig von schlecht informierten Menschen ausreden oder von solchen, die euch irgendetwas anderes verkaufen wollen. Für alle, die immer noch nicht wissen, was sie nun tun sollen, vor allem auch für die, die spüren, ihr Kind würde Medikamente brauchen, die sich aber immer noch nicht trauen, versucht es doch wenigstens. Schon nach kurzer Zeit merkt man, ob und wie die Medikamente wirken. Wenn etwas nicht passt, werft die Flinte nicht gleich ins Korn, sondern sprecht mit eurem Arzt. Vielleicht bringt ihr die Veränderung der Dosis den gewünschten Erfolg oder reduziert Nebenwirkungen, die vielleicht aufgetreten sind. Oder ihr solltet das Medikament wechseln. Gebt nicht gleich auf, sondern gewährt eurem Kind diese Chance. Zusammenfassend: Medikamente können notwendig sein, müssen aber nicht. Wenn sie aber in den Behandlungsmix aufgenommen werden, dann sind sie nicht die einzigen wirksamen Problemlöser, sondern lassen sich mit der Hilfe vergleichen, die der Motor eines E-Bikes bringt. Treten muss man selbst, aber der Motor unterstützt Kraft und Ausdauer. Man kann die Unterstützung durch Medikamente auch, so wie zuerst schon angesprochen, mit einer Krücke vergleichen. Jemand mit einer Beinverletzung braucht möglicherweise eine Gehhilfe, um wieder laufen zu lernen. Aber es kommt eben auf die Schwere der Verletzung an und auf die Betreuung durch kundige Menschen, ob und wie lange die Krücke benötigt wird. Wenn alles passt, die Betreuung gut ist und viel trainiert wird, kann man die Krücke irgendwann weglassen. Vielleicht wird man kein Spitzensportler mehr oder hinkt eventuell sogar sein Leben lang ein wenig. Aber besser das, als dauerhaft nahezu bewegungsunfähig zu sein und zu anderen Krücken wie Alkohol oder Drogen greifen zu müssen. Das heißt, wie bei einem verletzten Bein auch, das ohne Gehhilfe im Laufe der Zeit zu massiven Problemen für den gesamten Bewegungsapparat führen kann,
kann ein Vorenthalten von Medikamenten um jeden Preis verheerende Auswirkungen auf das spätere Leben dieser jungen Menschen haben. Allerdings, dort eine Krücke zu verordnen, wo sie nicht nötig ist, kann ebenfalls zu Haltungsschäden und letztlich zu Beeinträchtigungen führen. Wie überall im Leben muss man also auch hier alle Gegebenheiten abwägen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Kraft und vor allem ein offenes Herz dafür. Abschließend noch eine Vorschau auf die nächste Episode. Ich denke, wir haben uns vorerst mal genug mit dem Thema Medikamente befasst. Daher geht es nächstes Mal um eine Frage, die auch mir immer und immer wieder gestellt wird. Kann ich meinem Kind die ADHS eventuell vererbt haben? Und nicht vergessen, das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/medikamente4 herunterladen. Und für den Newsletter könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/newsletter anmelden, wenn ihr beim Webinar im April dabei sein wollt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören.